Hey ho Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon die gelbe Edition. Wir sind hier beim letzten Mal in das Gebäude der Sylph Corporation eingedrungen, welches ja jetzt momentan von Team Rocket besetzt wird. Ja, und wir wollen jetzt ja hier die Kontrolle entreißen und mal schauen, was wir dann eigentlich ja so erreichen. Also eigentlich ist ja mein Hauptziel ja Team Rocket aus Saffronia City zu vertreiben, damit ich endlich in die Arena rein kann. Aber dafür muss ich ja erst einmal diese Typen hier aus der Corporation rausbekommen. Was? Wer hat denn das Kind hier reingelassen? Das war ich selbst. Ist das ein Problem? Egal. Ein Jongleur möchte kämpfen. Ein Jongleur bei Team Rocket? Echt jetzt? Okay. Ist ja ein bisschen komisch, aber naja, gut. Ich stelle jetzt nicht so eine dumme Fragen. Ich kriege ja eh keine Antwort darauf, also was soll's. Rasierblatt! Bisaflor! Mach dieses Kadabra fertig! Du bist eigentlich erstmal schon mal eine gute Übung für mich. Oh, ein Psystrahl und das kann richtig wehtun jetzt. Immerhin, Bisaflor ist ja zum Teil ein Gift-Pokémon und... Oh, scheiße! Dann auch noch ein Crit. Aber das war richtig heftiger Schaden gerade. Aber immerhin, wir kriegen wenigstens ordentlich Erfahrungspunkte. Und als nächstes wird Pantymos in den Kampf geschickt. So, gut, aber das denke ich mal, werde ich mal kurz wechseln. Naja, ein Clown-Pokémon für einen Clown oder was? So. Dann machen wir das mal auch mal schnell fertig. Oh, es setzt Konfusion ein. Aber gut, das wird uns ja nicht viel ausmachen. Relaxo ist ja zum Glück sehr, sehr hart im Nehmen. Aber ich habe trotzdem Angst vor der Arena-Leiterin, das weiß ich jetzt schon. Ja, gut, der Jongleur ist besiegt. Und nein, das Kind hat mich besiegt. Ja, so sieht's aus. Okay. Dann werde ich einfach erstmal ein bisschen Sprudel setzen. Wir werden Bisaflor einfach mal hier schön gießen. So, das war's. So, gut. Naja, hier liegt noch so viel Zeug rum und ich komme an gar nichts davon ran. Na gut. So, alles klar. Zahlt Team Rocket gefälligst etwas mehr Respekt. Nö, keine Lust. So, der Typ möchte kämpfen. Und er setzt ein Hypno ein. Okay, von mir aus. So, gut. Bisaflor, das gehört dir. So. Dann saug dich mal ein bisschen an ihm fest. Mit dem Megasauger. Oh, okay, die Attacke hat nicht viel gemacht. Hat keine Wirkung. Okay, dann versuchen wir es mal hier mit Rasierblatt. Na gut, Hypno ist ja eigentlich auch ein Psycho-Pokémon. Da werden ja Megasauger nicht viel bringen, weil es ja speziell ist. Okay, warum versucht das Ding die ganze Zeit hier mich mit Giftwolke zu erwischen? Sag mal, geht's noch? Das Ding wirkt doch bei uns nicht. Na egal, Hypno wurde besiegt und wir erhalten Punkte. Ja, sehr gut. Boah, verdammt. Hier wollte ich jetzt allerdings nicht rein. Ein Kind im Gebäude? Das musst du sein. Ja, richtig geraten. Okay, setzt Team Rocket setzt Sander ein. Okay, das wird ja kein Problem für uns. So, Megasauger! Bisaflor. So. Dann können wir uns ja erstmal hier ein bisschen wieder satt fressen. Oder so. Ja, oder sowas in der Art. Ja. Gut, Bisaflor erhält erstmal Punkte. Und als nächstes wird Sander in den Kampf geschickt. Sehr gut. Dann brauchen wir ja nicht wechseln. Bisaflor kann das ja alleine schaffen. So, und Rasierblattattacke. Okay, und den Megasauger, den hebe ich mir lieber erstmal für Notfälle auf. Also jetzt wegen jedem kleinen Kratzer die Attacke einzusetzen, bringt ja auch nicht viel. Vor allem, weil ich sie ja nur so wenig verfügbar habe. So, okay, Bisaflor erreicht Level 38. Okay. Na toll, ich habe verloren. So. Geh nach Hause, bevor mein Boss dich in den Boden stampft. Vor deinem Boss habe ich keine Angst, Mann. Verdammt, ich brauche immer noch den Türöffner. Okay, aber wenigstens ja, diesen Teleporter weiß ich dann wenigstens, wo der mich mal hinführt. Aber ich wollte eigentlich ja jetzt noch gar nicht da durch. Okay, reden wir mal mit dem hier. Wir weckeln in diesem Labors neue Pokebälle. Schön und gut. Ist aber... Wieso will der Typ überhaupt nicht gegen mich kämpfen? Also, ich meine, der Typ arbeitet doch, soweit ich das sehe, ja hier für die Sylph Corporation oder was? Er sagt, er arbeitet hier an neuen Pokebällen.
Okay. Guter Schlag. Sehr schön. Okay, als nächstes wird Smogon in den Kampf geschickt. Willst du wechseln? Ja, warum nicht? Das kann man relaxo machen. Dagegen wird Smogon jetzt eigentlich ja richtig alt aussehen. So, dann mal los. Psychokinese! Die Attacke ist natürlich sehr effektiv. Smogon wurde besiegt und erhält Punkte. Forscher wird Smogmog in den Kampf schicken. Willst du wechseln? Nö. Das macht auch weiter relaxo. Ein bisschen Level-Up brauchen wir hierfür auch etwas. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor der Arena-Leiterin und deswegen brauchen wir ein starkes Angriffs... ja, physisch angriffsstarkes Relaxo. Obwohl ja eigentlich Herr Glurak wahrscheinlich auch eigentlich ja ziemlich gut da klarkommen sollte. Immerhin sogar dessen Initiative ist über 100 und deswegen, naja, ich glaube, ich mache mir nicht so große Sorgen. Also ich sollte mir nicht so große Sorgen machen. Okay, Magnetilo wird in den Kampf geschickt. Da können wir eigentlich auch mal wechseln. Ich lasse mal wieder Turtok kämpfen. Turtok mit seinem Schaufler wird das ja hier richten. So, und los geht's. Grab dich in die Erde ein, Turtok. So, dann trifft auch der Donnerschock erstmal nicht und wir setzen Schaufler ein. Yes! Das war's. Finito, das war's. Okay, wir gewinnen Kohle. Sehr gut. Und weiter geht's. Hier geht's noch weiter runter und du hast nur Team Rocket-Typ. Ich hätte ein Kind läuft im Gebäude herum. Ja, das bin ich. Ist das ein Problem? Ach, anscheinend nicht. Okay, gut. Als nächstes setzt er ein... Oha, ein Arbok. Okay, das ist interessant. Na gut. Nee, da lasse ich dann lieber Relaxo kämpfen. Okay, und dieses Arbok ist sehr wendig. Kann man nicht anders sagen. Aber na gut, gegen Psychoattacken kommt es nicht an. Okay, es überlebt's. Oh, und... Shit. Das ist nicht gut. Na gut, Relaxo. Dann lasse ich dich mal nicht mehr so oft kämpfen. So. Paralyse kann ja eigentlich erstmal so bleiben. Ja, Schluss, aus. Okay, hier, an den komme ich jetzt nicht weiter vorbei. Na gut, dann nicht. Okay, an den komme ich auch nicht vorbei. Dann gehe ich erstmal wieder weiter ein Stockwerk höher. Sag mal, wie hoch ist dieses Gebäude eigentlich? Das kann doch nicht wahr sein, überall hier noch ständig irgendwelche Typen von Team Rocket oder sonst welche Leute. So, hier kann ich aber wenigstens durch. Wenn ich einmal hier rumkomme. Ah, alles klar, okay, hier ist ja nur sowas. Okay, dann kümmere ich mich erstmal um den da. Dieser verdammte Präsident! Warum will der ausgerechnet mich nach Tixi schicken? Was ist Tixi? Ich habe keine Ahnung. Ist mir aber auch egal. Gut, der Forscher möchte kämpfen und er setzt Voltoball ein. Na gut, da kann Bisaflor tatsächlich noch ein bisschen was machen. Elektroattacken sind ja zum Glück nicht sehr effektiv gegen Pflanzentypen. Also... haben wir auch nicht so große Angst vor dieser Kugel da. Auch wenn sie explodieren kann. Aber die Chance lassen wir ihm natürlich nicht. So, Bisaflor erhält erstmal Punkte. Forscher wird Smogon in den Kampf schicken. Willst du wechseln? Tja, wäre eigentlich keine schlechte Idee. Wer geht freiwillig? Pikachu, du machst das. Okay, und Donnerblitz. Und das war ein Volltreffer. Okay, Pikachu hält Punkte. So, ein Magneton wird in den Kampf geschickt. Willst du wechseln? Das machen wir sogar gerne. Das werden wir mal Turtok machen. Unser schön fleißig buddelndes Turtok wird mit Schaufler hier alles regeln. So, und ab damit unter die Erde. Und dann warten wir mal kurz ab. So, Attacke gegen daneben und Schaufler. Bams! Ja, gut, wir haben's. So, Turtok erhält erstmal wieder Punkte.
Als nächstes wird Magnetilo in den Kampf geschickt und ich denke mal, wir lassen Turtok weiter battlen. Und nochmal Schaufler einsetzen. Okay, dann als nächstes kommt Smogon. Ja, gut, kann wieder Pikachu machen. Dann werden wir das ja auch gleich hier haben. So, und weiter geht's. Donnerblitz! Gut, Smogon wurde besiegt und Pikachu hält erstmal Punkte. Und ja, der Forscher ist weg. Mist! Oh. Das kommt davon. So, okay, da bist du noch dran. Ja, du wagst es, dich T-Rocket zu widersetzen? Ja. Ist das ein Problem? Ich mag euch Typen nicht und deswegen werde ich einfach mal dafür sorgen, dass ihr jetzt hier niemanden mehr schaden könnt. Okay, so, was machen wir jetzt? Jo, dann lasse ich mal Pikachu kämpfen. Dieser Floor wird ja nicht viel reißen können. Oh, ein... Oh, scheiße. Pikachu ist verwirrt. Okay, versuchen wir trotzdem mal unser Glück. Hat sich vor Verwirrung natürlich selbst verletzt. Aua. Flügelschlag macht uns aber nicht viel aus. Pikachu ist verwirrt. Und verwirrt sich vor... Ja, verletzt sich vor Verwirrung selbst. Mann! Das ist immer die gleiche Scheiße. Okay, Pikachu ist nicht mehr verwirrt und Donnerblitz. Gut. Ich dachte jetzt echt schon, du willst dich nicht mehr zusammenreißen, Kumpel. Also nee, das geht ja gar nicht. So, Pikachu hält Punkte. Gut, und als nächstes wird Zubat in den Kampf geschickt. Sehr gut. Dann lassen wir Pikachu einfach nochmal eine Weile draußen. Rechnen wir uns nochmal für das andere Zubat-Tier mit. Das ist ja auch hier erstmal hier... Das uns ja hier verwirren wollte. Das war nicht nett von ihm. Gut, Pikachu hält Punkte und Team Rocket wird Golbat in den Kampf schicken. Gut, Golbat wird aber auch nicht viel bringen. Boah, sieht so krass aus. Okay, Attacke ist natürlich sehr effektiv. Und Golbat wurde besiegt. Pikachu erhält Punkte und wir besiegen Team Rocket. Du elender Verräter! Was? Wie? Verräter? Was? Ich habe nie für euch gearbeitet, Leute. Die wollten mich zwar rekrutieren, aber ich habe abgelehnt. So. Ah, okay. Ich habe nur Hypertränke dabei. Naja gut, warum nicht? Egal, wir heilen Pikachu einfach mal. Ist eine totale Verschwendung, aber was soll's. Okay, hier ist was los. Sie müssen es wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Sylph Corporation abgesehen haben. Naja, sieht wohl so aus. Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Ja, das wissen wir schon. Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Keine Sorge, ich arbeite dran. Also die werden nicht lange hier das Sagen haben. Oh je, Mene, bitte hilf mir. Ich bin ja schon dabei. Schau ihn dir an, den Feigling. Ja, ja, ich weiß, der hat's wirklich nicht so. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Okay. Interessant. So, okay, der setzt mal Schollo ein. Wir kämpfen mit Bisaflor. Und haben leider nicht mehr viel AP für Rasierblatt hier übrig. Das ist natürlich schlecht. Ja, so weitergeht, werde ich ja bald wieder mal auf meine Geheimwaffen zugreifen müssen. Aber naja, hoffen wir mal nicht, dass es so bald sein muss. Gut, Bisaflor hält Punkte und Team Rocket wird Mashok in den Kampf schicken. Gut, mach weiter. Wenn wir es mit Rasierblatt einfach mal fortsetzen. Und beenden. So, na, das war's. Mashok ist besiegt. Doch, nein, ich bin raus. Ja, so sieht's aus. Okay, dann können wir mal kurz hier gucken. Hier ist ja auch noch was gewesen. Ja, nur so ein aller Teleporter. Joa. Gut, ich denke mal, hier habe ich sonst weiter nichts zu tun. Ich gehe ins nächste Stockwerk und ich hoffe mal bald, dass es das letzte ist.
Jupp, das ist das letzte Stockwerk. Oh, nein, doch nicht. Scheiße. Ich bin einer der vielberichteten Rocket-Brüder. Okay, einen davon habe ich schon kennengelernt, das wissen wir ja. Ah, oh Mann. Okay, und oh Gott, die Zeit vergeht schon wieder so schnell. Also ich habe schon bereits 15 Minuten auf der Uhr und ich bin hier immer noch nicht so richtig fertig. Naja, aber immerhin. Tragosso, das ist ja gar nichts hier. Damit werden wir ja schnell fertig. Gut, Volltreffer-Attacke ist sehr effektiv. Und Tragosso wurde besiegt. Und erreicht Level 39. Also Bisaflor, nicht Tragosso. Okay, ein weiteres Tragosso kommt in den Kampf. Gut, und jo, das machen wir auch mal schnell fertig. Rasierblatt. Ging voll daneben. Was? Boah, und es hat das angeschielt. Ich bin blind. Jetzt aber. Jetzt treffen wir's. Na gut, soweit ich weiß, hat Rasierblatt eigentlich auch nur eine Trefferquote von 85%. Da kann schon mal was daneben gehen. Gut, tut mir leid, Brüder. Brauchst du dich zu entschuldigen, ich habe auch schon verloren. So, gut, da kommt der nächste dran. Du bist ja ganz schön mutig. Ja, ich weiß. Und? Macht doch nichts. So, Team Rocket möchte kämpfen. Und es setzt Radikal ein. Boah, ist das süß. So, dann wollen wir auch mal gucken, was dieses Radikal so kann. Ja, es kann gar nichts, nicht mal am Leben bleiben. Okay, noch mal ein paar Punkte. Und als nächstes wird Arbok in den Kampf geschickt. Wollen wir wechseln? Ja, wäre keine schlechte Idee. Nur zu was? Relaxo ist ja eigentlich ja noch paralysiert, also da will ich jetzt nicht riskieren, dass es jetzt immer ständig stecken bleibt. Nee, nee, dann lassen wir mal lieber Pikachu kämpfen. Mit seinem starken, unbezwingbaren Donnerblitz. Okay, ich übertreibe mal wieder hier maßlos, aber egal, es macht Spaß. Gut, als nächstes wird ein Smog in den Kampf geschickt. Willst du wechseln? Nö, nicht unbedingt. So, und noch einmal Donnerblitz. Oh, das kann ich jetzt nur noch einmal danach noch einsetzen. Das wird natürlich nicht so gut. Na gut, für diesen Kampf wird es ja reichen. So, Golbat wird in den Kampf geschickt. Das kann Pikachu auch noch schnell machen. Dann sollten wir auf jeden Fall erstmal hier sehr, sehr gut vorankommen. So, Pikachu erhält Punkte und erreicht Level 41. Oh, yes! Super. Und Pikachu versucht, Donner zu erlernen. Oh! Aber Pikachu kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine Attacke zugunsten von Donner vergessen werden? Wenn ich so darüber nachdenke, wäre es keine schlechte Idee. Ja, ich denke mal, ich werde dafür Ruckzuckhieb rausnehmen. Dann können wir eigentlich ja erstmal richtig stark hier zuschlagen. Donnerwelle lasse ich nochmal am besten drin, weil Paralyseeffekte sind eigentlich nie verkehrt. So, Pikachu hat Ruckzuckhieb vergessen und er lernt den Donner. So, Donner kann ich aber, glaube ich, nur maximal jetzt 5 oder 10 Mal einsetzen. Ich glaube 10 Mal, oder? Problem ist leider nur, es hat eine sehr geringe Trefferquote. Das heißt, es kann auch sehr schnell daneben gehen und deswegen, ich weiß nicht, ob ich die Attacke wirklich jetzt nehmen sollte, aber naja, gut, egal. Eine zweite starke Elektroattacke kann nicht schaden. Wir können sie ja mal ausprobieren, um mal zu sehen, was sie so kann. Gut, erstmal gehe ich mal hier durch. Hier geht's nicht rein. Aber hier ist endlich ein Item versteckt und ey, was sagt man dazu, wer ja noch hier im Gebäude ist? Okay, wir finden etwas Calcium. Und wir finden den Typen hier. Hahaha, du dachtest wohl, ich arbeite für die Sylph Corporation. Nicht wirklich. Also ehrlich gesagt, ich vertraue jetzt hier gerade keinem. Nicht solange ich den Präsidenten gesprochen habe. Oh, ein Elektroball. Okay, das wird ein harter Brocken. Okay, dieser Floor, jetzt enttäuscht mich bitte nicht. Okay, er setzt gleich zu Beginn Finale ein. Was für ein Sack. Okay, 30 Punkte Schaden hat's gemacht. Okay, Elektroball wurde besiegt. Bisaflor erhält Punkte. Und das, obwohl es noch nicht mal angegriffen hat. So. Gut, dann werden wir mal einwechseln. Und dann wollen wir mal Pikachus neue Power mal hier testen.
Dann sehe ich auch gleich, wie viel AP die Attacke hat. So, Donner hat tatsächlich 10. Dann mal los. Pikachu, setz Donner ein. Und ich sage, es geht daneben. Aber wenn es mal trifft, dann schlägt es ein wie eine Bombe. Naja, aber trotzdem, Donner hat, glaube ich, nur eine Trefferquote von 90 oder so. Das heißt leider, sie geht sehr oft daneben, was ich nicht so toll finde. Feierabend, ich gehe nach Hause. Ja, wäre auch besser so. Ja, aber was sagt man dazu? Sogar Gary ist hier. Naja, sehr schön. Vielleicht hilft er mir ja ein bisschen mit, die Typen von Team Rocket etwas aufzumischen. Wäre jedenfalls nicht verkehrt. Okay, in den komme ich nicht rein. So, kann ich eigentlich noch hier runter? Nein. Dann gehe ich einfach mal die Etage hier rauf. Okay, es geht ja immer noch höher. Na gut. Ich schätze mal, ich werde hier noch eine Weile brauchen, bis ich durch bin. Freunde, wieder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal dann ja immer noch weiter hier durch das Gebäude der Sylph Corporation. Und ich bin ja mal gespannt, wie viele Stockwerke das Ding hier noch hat. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!